So, hallo, liebe Leute. Hier ist der Christoph Kemper von den Linkerseits Tools aus Wien mit einem neuen Mund-Nasen-Schutz vom Ralf Seibold. Kennt wohl der eine oder andere das Zitat von Gary Ilias? Ich begrüße schon mal die ersten Gäste hier. Die Alissa, den Daniel, den Hans, Jana, Mike, Johannes, Thomas, Tibor, Volker, sehr gut, so muss das. Ja, wir warten noch ganz kurz. Währenddessen, will ich da gleich einmal diese Maske abnehmen. Also vielen lieben Dank, der Ralf Seibold ist heute leider verhindert, aber die Maske in allen Ehren. Für alle, damit wir es nicht vergessen, haben wir es hier noch einmal am Shirt, gell? Aber ich sag's ganz ehrlich, ich könnte da keine 20, 30 Minuten intensive Sideklinik mit euch machen. Mit so einer Maske. Wenn dann vielleicht noch mit zusätzlichem Sauerstoff dazu. So, wir fangen gleich an. Wir haben jede Menge Kandidaten und eine limitierte Zeit. Ich habe nämlich gesagt, wir machen dieses Mal nicht so einen Marathon von 3,5 Stunden, glaube ich, war es das letzte Mal auf Deutsch. Wisst ihr, wir machen das auf Deutsch und auf Englisch abwechselnd. Und ja, ich glaube, wir werden aber heute auch effizienter sein, weil ich ja nicht die ganze Zeit am Ratschen, am Plaudern, am Erzählen bin mit einem Zweiten. Die Fragen sind wie immer in der Q&A zum Fragen stellen direkt. Da ist der Kollege auch immer dabei und kann die wichtigsten Sachen oder die sozusagen einfachsten Sachen auch gleich vorweg beantworten. Als nächstes haben wir folgende Regel definiert. Es gibt einige Kandidaten. Und ja, da haben wir den Thomas, den Mario und ich habe schon einige Namen jetzt wiedererkannt in der Session. Aber wir fangen trotzdem an, indem wir hier zuerst einmal randomisieren, also Zufallsverteilung schauen. Wer ist jetzt der Nächste? Der Axel Metaier. Und jetzt schauen wir gleich mal, ob der heute da ist. Ich kann mich erinnern, Axel hat schon einmal geschwänzt. Und ich sehe ihn auch heute nicht. Damit müssen wir leider nochmal ziehen. Natascha Krämer. Die Natascha ist hier. Und wir schauen uns energiesorgenfrei an. In einem Bericht in ihrem eigenen Account. Dazu möchte ich nochmal kurz die. Wo sind wir da? Die Seite anschauen. So. Also, ja, wie war das? Zuerst einmal in den Account hinein. Das können wir natürlich als Linker Search Tools. Und dann schauen wir uns den Bericht an. So, das sehen wir auch schon, dass die Natascha ein bisschen was vom Risiko nach unten gebracht hat. Aktuell sind wir jetzt 799 und es war gerade erst vor ein paar Tagen auf der 1005. Ja. So, jetzt schaue ich nochmal kurz, ob die Natascha vielleicht ein paar Sätze sagen möchte. Natascha, Sie könnten jetzt sprechen. Wenn Sie wollen. Na, ich glaube, das war vielleicht. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Ja, sehr gut. Also ich höre Sie sehr gut, ja. Ja, also ich habe schon mal angefangen. Nicht so ganz weit. Okay. Bin ja immer noch so ein bisschen vorsichtig. Also ich hatte mit der Schimmelbutze schon mal gestartet gehabt und war dann hinterher nicht so ganz sicher, ob ich nicht vielleicht zu viel aufgeräumt habe. Deswegen war ich da jetzt bei der zweiten Seite ein bisschen zurückhaltender. Man kann es ja immer wieder zurücknehmen, auch und andisavowen, aber natürlich, wenn man sich am Anfang mehr Zeit nimmt und, wie soll ich sagen, mehr Zeit nehmen. Man könnte sich das ganze Leben Zeit nehmen bei manchen Links, ja. Aber man bekommt ja auch aber gewisse Routine rein. Aber ich verstehe, dass Sie jetzt sozusagen vorsichtiger mal an das Ganze herangegangen sind. Und die Seite selber hat die gewisse Einbrüche in irgendwelchen Nein, Zusammenhängen gehabt? nicht, Nein. dass ich Okay, wüsste. sehr gut, ja. Okay. Ja, auch wieder aus der Baubranche, ja. Ich schalte jetzt wieder auf Stumm, gell? Okay.
Auch wieder aus der Baubranche, so wie die Schimmelputze, für die, die das vor 2 Wochen oder so gesehen haben, oder na, vor 6 Wochen, glaube ich. Und sehen wir schon, Energieberatung, Schimmelgutachten, auch wieder hier vielleicht ein bisschen Konkurrenz zur eigenen Seite, Blower-Door-Tests, alles sehr, sehr, wie soll ich sagen, solide, ja, da geht es um was, ja, und ich würde auch sagen, das ist die Natascha Krämer eben, die da dahinter steht, also das ist jetzt nicht irgendeine Affiliate-Seite, die irgendwelche Klicks oder Cookies verteilen möchte, ne? So, schauen wir uns mal in die Links hinein. Wir haben, was das Linkprofil angeht, sehen wir ja von der Verteilung her, 24% der Links sind bei einem hohen Risiko. Ja? Das ist hier konkret jetzt 368. Und da könnten wir uns jetzt theoretisch nur auf Basis der technischen Parameter reinzoomen. Ja? Aber ich möchte es natürlich über den komfortablen, gemütlichen Weg zeigen, den man jetzt im Link Detox Smart oder LRT Smart, auch manche von diesen Aspekten der Protect, sind ja im Link Detox-Paket nicht enthalten, sondern nur im Link Research Tools-Paket. Anschauen. Und was ich schon sehe, ist, wir haben da neue Disavow-Daten schon generiert, wahrscheinlich ja bei Testklicks jetzt oder mit nachträglichem Hochladen. Das ist nur die Erinnerung, dass wir das natürlich bitte schön noch in Google Search Console hochladen müssen. Was wir da sehen, sind High-Risk-Links mit Unavailable-Status. Das ist das bekannte Schema, dass wir Links finden, die andere schon längst aufgegeben haben, wo oft in anderen Tools gesagt wird, ach, die sind gelöscht. Das sind natürlich nicht gelöscht. Vor allem sind sie dann nicht gelöscht, wenn ein System nicht feststellen kann, dass sie gelöscht sind. Und wir reden da von Links, die haben einen 503-Statuscode. Das ist zum Beispiel hier gesellschaftssoziales.org von der Natascha Krämer Ingenieurbüro. Und wenn wir das jetzt aufmachen, gut, dann ist dieser Domain als solche gar nicht mehr erreichbar. Im Moment, ja. Als wir das gecrawlt haben vor 3 Wochen, da war hier noch eine explizite Fehlermeldung. Und die Frage, die sich unsere Software, aber auch Google stellt, ist natürlich, was ist da jetzt? Ist der Sysadmin nur auf Urlaub? Da ist irgendwas Technisches ausgefallen, aber weil da 3 Wochen lang kein Link ist, bedeutet das nicht, dass der Link gelöscht ist, dass der Link in alle Ewigkeit verloren ist, sondern es ist eigentlich sehr viel wahrscheinlicher, dass der vom Urlaub heimkommt und natürlich den großen Anfall kriegt und sagt, oh Gott, ich muss das wiederherstellen. Nur, wenn wir jetzt gesehen haben, dass das eigentlich ein Link ist, der vom Risiko her bedenklich ist, dann sollte man da zumindest ein Fragezeichen setzen. Oder wie ich jetzt in diesem Fall sagen würde, vielleicht schauen wir noch einmal, wenn wir diese Seite nicht kennen, ins Archiv nach. Ja, das sehen wir ja da auch. Ich schaue nur kurz. Open Website, genau. Open Webseite. Was ist denn das? Ich habe jetzt Englisch ausgesprochen, aber Webseite ist ja ein deutsches Wort. Also ist als Other klassifiziert hier. Das haben wir schon richtig, aber wenn wir uns das in dem Webarchiv anschauen. Ah. Gut, das ist schon mal verdächtig. Webseiten, die nicht im Webarchiv gelistet sind, haben meistens einen Grund. Also erstens wird das Webarchiv vielleicht gesagt haben, das ist eine Spam-Seite, die da ist, da gibt es nichts. Und auch hier hat man als einzigen Eintrag sogar für die Startseite August 2018 nichts. Ja. Ist also sehr wahrscheinlich, dass das einfach eine Scraper-Seite ist. Und deswegen würde ich die auch auf der Root-Domain einfach disavowen. Und theoretisch, das ist eben jetzt die Vorgehensweise. Man könnte alle, die so einen ähnlichen Status haben, also unavailable, also nicht verfügbar und hohes Risiko, könnte man hier mit einem Klick einmal fixen. Im Zweifelsfall wird man hier mehr disavowen, als wenn man jeden einzelnen Link durchgeht. Aber man kann damit eine manuelle Maßnahme, eine Manual Action, mit fast 100% Wahrscheinlichkeit sofort beim ersten Mal entfernen. Und eine Empfehlung, die wir immer wieder aussprechen, ist, dass man dann einzelne Links, die gut sind oder die wir vielleicht übersehen haben, wenn ich da jetzt nur neu lade, kann es sein, dass schon ein Pop-up kommt hier, dass vielleicht ein oder zwei Links gut sind, die wir uns doch nochmal anschauen sollen. Ist da jetzt nicht der Fall. Ja, wenn ich mir die Seite als solche anschaue, da haben wir 38 Links, die gehen jetzt auf kaputte Seiten, also auf Seiten, die es nicht mehr gibt.
Und eine normale, gängige SEO-Praxis ist, dass man diese, also sollte sein, ist, dass man Seiten, wo Links zugehen, dann zumindest weiterleitet auf verwandte Seiten. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wenn wir da in diese Links hineinschauen, dann werden hier Seiten gefunden, können wir auf Target Pages oder Zielseiten da unten klicken. Da gab es zum Beispiel mal eine FAQ und die hat jetzt offenbar, die hat sogar geladen. Okay, also jetzt hat sie geladen, aber zum Zeitpunkt, wo wir das gecrawlt haben, war das nicht so. Und das ist natürlich, schauen wir mal da. Ja, auch die Seite gibt es wieder. Gut, das bedeutet natürlich, dass wir vielleicht vor 3 Wochen irgendeinen Ausfall gehabt haben. Die Seiten sind ja alle da. Das würde mich jetzt interessieren. Frage ich nochmal kurz Natascha. Natascha, kann es sein, dass wir einen Ausfall gehabt haben auf der Energiesorgenfrei vor Das glaube ich nicht. Mir fällt jetzt einfach nur auf, dass da kleine Unstimmigkeiten in den Dateifaden sind, also in den Links. Ja. Und das habe ich ist weitergeleitet. Also jetzt bei dem FAQ zum Beispiel fällt es auf, da fehlt ein Slash in ihrer Liste. Ja. Aha, okay. Und das sind jetzt Weiterleitungen. Ja. Ah, okay. Gut, dann möchte ich Sie nicht weiter besorgen und uns nicht weiter verwirren, sondern würde sagen, nach so einer Änderung, wenn also auf der Seite selber was korrigiert worden ist, gerade Weiterleitungen sind da natürlich entscheidend, würde ich hier einfach nochmal neu starten. Also das ist nach 3 Wochen, wir empfehlen ungefähr einmal im Monat das Ganze neu zu crawlen. Das könnten wir da jetzt gleich starten. So, analysieren der internen Links. Achso. Ja, das wäre vielleicht auch noch was, was vielleicht, das haben wir jetzt ursprünglich auch nicht geplant gehabt. Da gibt es ja auch noch eine Sitemap. Und wenn wir eine Sitemap finden, dann können wir auch interne Links analysieren. Das starte ich jetzt da gleich mal rein. Ich glaube nicht, dass es jetzt in der Live-Show fertig wird, ja. Aber das ist eine gute Gelegenheit, um auch zum Beispiel die Money-Keywords und die Brand-Keywords zu kontrollieren. Zum Beispiel energiesorgenfrei zusammengeschrieben ist hier der Name der Marke. Und Energie sorgenfrei, da wäre ich schon vorsichtig. Wenn ich es auseinandergeschrieben habe, dann würde ich sagen, dann ist das etwas, was vielleicht schon ein Begriff ist, den ich buchen würde. Wobei, ja, müsste man jetzt schauen, sozusagen, wie ist das Suchvolumen? Ja, suchen viele Menschen nach Energie Abstand sorgenfrei. Wenn dem so ist, dann wäre das auseinandergeschrieben ein Money Keyword, ja. Aber das ist nur ein kleines Detail. Ansonsten all diese Markierungen hier als Money Keyword, Schimmel, Schimmelmessung, Zugluft, Bauen, Hauskauf, Sachverständige, Immobilien, das sind die typischen Money Keywords. Das ist also alles korrekt. Firmen-Homepage, Webseite, More Like This, genau. Und habe ich da nicht gerade was? Ja, genau, Webseite haben wir eh gesehen. Wie? Open Webseite stand da. Ja, das passt also auch. Und das kann man hier jetzt, weil wir das gerade machen, einmal manuell durchlaufen lassen. Ja, und dann, da geht uns gerade das Link-Call-Budget aus. Das habe ich jetzt natürlich nicht genau im Blick gehabt. Gut, wir sind auch jetzt in Ihrem Account, Natascha, und das ist auch so, ich weiß nicht genau, wann jetzt das neue Abo sozusagen wieder zuschlägt, aber mit den sozusagen beim Renewal, wenn dann das Abo sich wieder verlängert, dann sind halt alle Credits wieder da. Vielleicht, dass Sie da noch einfach ein paar Tage warten oder auch 1-2 Wochen, ich weiß es wie gesagt nicht, da könnten Sie das natürlich dann auch machen. Ja? Aber mit dem Wissen, dass jetzt schon Weiterleitungen andere Ergebnisse bringen, wäre ich also vorsichtig bei dem jetzigen Zustand von diesem Bericht von vor 3 Wochen. Ja, ja, wobei ich die Weiterleitung ja nicht jetzt kürzlich gemacht habe. Die gibt es bestimmt schon seit 2-3 Jahren. Ach so, okay. Das ist aber es gibt halt Menschen, die einfach falsche Links setzen. Ja, na das genau, aber dann sollten wir es aber eigentlich gefunden haben. Also ich habe es jetzt so verstanden, dass dieser energiesorgenfrei.de/FAQ, dass die Weiterleitung jetzt relativ neu ist. Ja?
Nee. Aha, Die gibt es okay. schon ein paar Jahre. Okay, gut. Die falschen Links, dann ist das eigentlich ein sozusagen Standardfall. Dann ist für mich nur die Frage, wieso, also hier als unter alle ist es ja gelistet, aber wieso ist es als kaputt gelistet? Und das wiederum sehen wir, wenn wir uns die Quellseiten anschauen. Und da gibt es eben, aha, ja. Da gibt es halt Seiten, die haben da mal hingelinkt und tun das jetzt nicht mehr. Wobei, gut, das ist ja ganz eine schöne lange Geschichte. Da sind schon einige Links drauf. Nur wenn die Quellseite an sich natürlich nicht mehr existiert aus dem Jahr 2015, der von Ihnen angegebene Hauptpunkt existiert nicht mehr. Ja, dann können wir eigentlich auch nicht erwarten, dass da noch ein Link da ist. Ja. Das passt dann auch. Nur bei der Wirtschaftsregierung Lausitz sage ich, das ist okay. Die Energierunde da, dieses Forum, da bin ich schon vorsichtiger, weil wir sehen hier ein sehr hohes Detox-Risiko, das auch daher kommt, dass das ein minus 98 in den Link Velocity Trends hat. Und das wiederum bedeutet, dass dieses Forum schon längst nicht mehr gibt. Und in dem Moment, wo hier jemand wieder die Domain registriert. Ja, weil wir haben jetzt hier eine Fehlermeldung. Nein, wir haben sogar eine 200er. Also das wäre so ein typischer Link, der einfach gelöscht worden ist. Und unsere Empfehlung ist, dass wir solche Links, die auch gelöscht worden sind, disavowen. Und haben tatsächlich auch in den Beobachtungen gesehen, wenn wir es hier sozusagen nachträglich aufräumen und hier auch ein Boost durchführen, dann wird sichergestellt, dass Google diese Links aus dem System rausnimmt. Oder it's still in the system, hat der Engineer immer zu mir gesagt. Ja. Und ja, das würde ich also hier auch empfehlen. In dem Fall aber auf der Seitenbasis. Ja. Okay, gut. Ansonsten gefällt mir aber das Risiko, das wir hier jetzt sehen, mit den 799 eh schon sehr gut. Ja, also zur Erinnerung, alles über 1000 ist normalerweise eine Abstrafung. Und was ich weiß, also Schimmelputze oder energiesorgenfrei, das sind jetzt auch Seiten, die in einer Branche unterwegs sind, wo keine besonders dramatisch hohen Risiken normal sind. Ja, wenn wir über so Dinge wie Poker, Casino oder Games generell oder auch Software sprechen, da sind die Risiken im Durchschnitt auch viel höher. Da wird noch viel mehr gespammt. Ja. Aber ja, ich sage danke, Natascha, und wünsche dann noch viel Erfolg Ja, danke mit der sehr. hier. Und Wobei meine vielleicht bis zum Beobachtung nächsten ist, Mal. dass tatsächlich die Seiten, die sehr weit vorne sind, sehr Ja. spammy sind. Aha. Ja, das ist gut. Ach so, Deswegen hier ist schon war ich so Competitive Detox. vorsichtig mit Disavowen. Ja, aha. Ja, das wiederum, also gut, da muss ich jetzt gestehen, habe ich mir den Account nicht so detailliert angeschaut. Sie haben ja mit dem Competitive Detox auch schon gearbeitet und haben schon mehr Wissen über die Branche als ich. Und das ist für alle, die zuschauen, ganz wesentlich zu hören. Die Regeln sind in jeder Branche, bei jedem Keyword, aber sowieso jeder Sprache und auch jedem Land unterschiedlich. Also sozusagen zwischen Deutschland und Österreich haben wir ja bei den Keywords sowieso teilweise Unterschiede. Ich sage nur Haushaltsversicherung versus Hausratversicherung. Aber selbst so Themen wie Schimmelgutachter haben natürlich ein ganz anderes Konkurrenzumfeld im österreichischen Markt als im deutschen Markt. Und ein Schimmelgutachter, der wird nie irgendwo von Deutschland nach Wien kommen, weil es da erstens eh genug gibt und weil keiner die Wegzeiten bezahlen will. Ja? Außer vielleicht in irgendeinem ganz speziellen Gerichtsverfahren. Aber von daher sind ja die Konkurrenzumfelder nur dadurch bestimmt, eben, wie Sie sagen, Natascha, wer ist gerade vorne auf Platz 10? Und wenn Sie da sehr spammige Seiten gesehen haben und das Detox-Risiko im Durchschnitt schon sehr hoch ist, dann haben Sie genau das Richtige gemacht, nämlich nicht zu viel disavowed. Oder anders gesagt, wenn alle anderen miese Links haben, dann können wir erstens einmal davon ausgehen, dass die einerseits gut disavowed haben, beim Schlimmsten, aber auf der anderen Seite vielleicht doch schon aggressiv, zum Beispiel mit Linkkauf am Werken sind oder noch am Werken sind. Ja. Das wird ja immer wieder gerne so abgetan, als oh, das ist aus dem Jahr 2003. Also ich sage, Linkkauf ist in den meisten Branchen nach wie vor eine der Standard-Link-Building-Methoden, auch wenn es keiner so gerne sagt. Ja. Und wir haben ja
mit dem Link Research Tool hier im Link Simulator die Möglichkeit, dass wir sagen, diese oder jene URLs, diese oder jene Seiten, da könnte ich einen Link bekommen. Da kann ich simulieren, was wird das Risiko sein, wenn ich den Link dann habe. Und das ist im Gegensatz zu vielen anderen SEO-Tools, also genau der Konkurrenzvorteil, den sich Linkersearch User holen. Beim Link-Building, beim Link-Kauf, ne? Weil was bekomme ich vom Link-Verkäufer? Hier hast du eine Liste. Ja? Und entscheidend ist, dass man dann eigentlich zuerst einmal screent, wenn ganz viele Spammige dabei sein und auf die Neuen achtet. Und bei den Neuen, die also noch nicht bekannt sind, die noch nicht verbrannt sind, möglichst dafür sorgt, dass man der einzige Link-Kunde ist. Dass man also exklusiv sagt, pass auf, ich zahle dafür den Link dreimal so viel, wie du haben willst, aber du verkaufst sonst keine mehr. Oder viermal so viel, auch schon gehört, in Finanzbranchen. Das geht natürlich nur, wenn das sozusagen vom Businessmodell getragen wird. Ja? Okay, gut. Ja, dann wie gesagt nochmal Dankeschön, Natascha, und viel Erfolg. Ja? Danke auch. So, schauen wir uns den nächsten Kandidaten an. Die Natascha Hammer. Und nochmal, den Volker Lupp von zahnarztdrseidel.de. Ich glaube, den Volker Lupp hatte ich vorher gesehen. Ist der da? Jawohl, ich sehe den Volker Lupp und wir werden auch gleich in den Account reinschauen. Volker, Sie könnten jetzt sprechen. Sie haben uns ein bisschen Story dazu gegeben. Ah, vielleicht nicht. Ja, warte mal, wir haben auch noch... Ah ja, Volker ist da. Ja, er ist ziemlich leise. Leider ohne Mikro. Okay, kein Problem. Und das Du ist ihm lieber. Ist auch kein Problem, Volker. Pass auf. Ich habe nur gerade noch eine Nachricht gesehen, eine Frage von der Natascha, die beantworte ich jetzt noch schnell, bevor wir da eintauchen. Weil hier... Warte mal, ich habe doch gerade meine Questions offen. So. Die Natascha fragt nämlich, reagiert Google eigentlich empfindlich, wenn man gefühlt ständig neue Disavow-Files hochlädt? Und das ist eine sehr beliebte Frage, die immer wieder mal kommt. Ich glaube, wir hatten es zuletzt bei den englischen Webinaren. Die Sorge ist natürlich, dass man Google da jetzt irgendwie verärgert oder so. Aber ihr müsst verstehen, beim Hochladen vom Disavow-File, da passiert eigentlich nichts. Das ist weniger Last auf den Servern von Google, als wenn ihr in die Google Search Console einsteigt und da zwei, drei Berichte anschaut und ein paar so Grafiken und Statistiken abruft. Beim Hochladen vom Disavow-File wird ja nur diese Datei mit den paar Einträgen, paar hundert Einträgen, so ein kleines Textfile mit 10 Kilobyte oder soll sein 150 Kilobyte, vielleicht 2 Megabyte ist das Maximum, hochgeladen. Also push, ist das dort. That's it. Und dann holen sich die ganzen Crawler, zigtausende von Server von Google, diese Datei ab und haben die dann hoffentlich nach 48 Stunden. Und dann beginnen die halt das Laufwerk einzubinden. Das heißt, die Disavow-Information, die ihr Google bereitstellt, die wird dann irgendwann abgeholt und unter ferner Liefen bearbeitet. Wenn also das Web ganz normal gecrawlt wird, dann werden diese Disavow-Informationen verarbeitet. Und es wäre natürlich jetzt für viele sehr schön, wenn Google gleich, oder man glaubt, man lädt das Disavow-File hoch, diese Datei, und dass die dann sofort wirkt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das ist ja der Grund, warum wir Link Detox Boost haben. Mit Link Detox Boost erzeugen wir eigentlich die Last. Also ich kann vielleicht sagen, beim Hochladen von der Disavow-Datei, da sollten nur wir aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwie durcheinander kommen. Also das, die Linkersearch-Tools managen ja die Disavow-Datei. Wenn man was disavowt, kommt es rein. Wenn man was undisavowt, kommt es wieder raus. Und man kann jederzeit den aktuellen Stand aus Linkersearch-Tools runterladen. Das ist eine von den Hauptfunktionen von LRT. Und am ehesten habe ich gesehen, dass Fehler passieren, wenn dann nebenbei oder nachhinein noch in Textdateien, also in der Disavow-Textdatei, noch rumgeschrieben wurde, händisch. In dem Moment, wo der Faktor Mensch da wieder reinkommt und vielleicht verschiedene Versionen von Disavow-Dateien wieder kursieren,
könnte es dann passieren, dass man vielleicht die falsche hochlädt. Davon rate ich also explizit ab. Aber Google ist das, sage ich mal, völlig egal. Wir müssen nur, es muss nur im Klaren sein, wenn ich das öfter als 48 Stunden, also wenn ich kürzer als 48 Stunden warte, dann bedeutet das, dass manche von den Servern haben dann zum Beispiel das, die Disavow-Datei von gestern und die anderen haben die von heute. Das heißt, nach dem letzten Disavow sollte ich immer 48 Stunden, also nach dem letzten Hochladen, sollte ich immer 48 Stunden warten. Das ist unsere Empfehlung, unser Erfahrungswert. Und dann Link Detox Boost starten. Und erst durch Link Detox Boost wird dann sichergestellt, dass diese disavowten Seiten oder Domains, also die Startseiten von den Domains, gecrawlt werden. Und erst dann kommt das Disavow zur Wirkung. Ja? Aber wie gesagt, von zu viel Disavowen ist noch kein, wie auch immer, gearteter negativer Effekt entstanden. Also wenn man es zu oft macht. Ja? Wenn man zu viele Domains disavowt, sodass da nichts mehr überbleibt, dass die guten Links vielleicht disavowt worden sind, dann natürlich kann es sein, dass die Rankings zurückgehen, dass ich mal sozusagen selber ins Knie schieße und meine eigenen guten Links wegmache. Und deswegen empfehle ich natürlich, wenn Expertise da ist, wenn die Zeit da ist, dann unbedingt im Idealfall jede Domain selber bewerten. Ja, die Linker Search Tools haben das beste Machine Learning, haben die meisten Trainingsdaten seit 2012, werden Google Penalty Daten da eingespielt und das wird immer präziser, ja, im Vergleich zu anderen Systemen, die das mal eben auch so gebastelt haben. Ja. So ein Risikomanagement. Aber gegen unser Bauchgefühl kommt fast nichts mehr an. Ja. Ja, aber super spannende Frage, die immer wieder kommt. Danke, Natascha. Ja. Dann, Moment, was habe ich da jetzt? Aha, mein Audio sei sehr leise. Da muss ich jetzt echt einmal schauen. Habe ich da irgendwas? Ist eigentlich alles wie sonst. Ich möchte mich also entschuldigen, wenn die Übertragung heute sehr leise ist. Das Setup ist da im Studio eigentlich immer das gleiche. Wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, also ich werde einfach da den kleinen Knubbel näher zum Mund hin und werde es noch besser betonen, auf dass möglichst nichts verschluckt wird. Ja? Und im Zweifelsfall, also mit viel Glück, klappt es auch wieder mit der Aufzeichnung und dann könnt ihr es auch nochmal zurückspielen und nochmal laut drehen. Ja? Okay, war schon letztes Mal grenzwertig leise. Das ist gutes Feedback, das brauche ich. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich jetzt schon 10 Jahre lang Webinare mache. Das ist immer wieder was mit Lautstärke. Und das ist also, kennt man jetzt sicher der eine oder andere auch aus den Zoom-Webinaren, die wir alle haben. So, und jetzt endlich zum Volker, Zahnarzt Dr. Seidel in der Follow-up, im Follow-up-Account. So, nein, nicht die Full Marketing, sorry. Zurück. Mann, eine halbe Stunde schon wieder, ich quatsch. Vielleicht doch ein bisschen weniger. So, Zahnarzt Dr. Seidel habe ich ein sehr spannendes Historie dazu gehört, die ist nämlich weitergeleitet worden. Und da möchte ich mich gleich bedanken für diese Vorab-Info, weil wir haben auf Basis dieser Info jetzt auch noch einen Bericht gestartet für die weiterleitende Domain. Die weiterleitende Domain ist ja diejenige, wo auch ganz viele Links sind und wo seit Mai 2013, Pinguin 2.1, auch Abstrafungen weitergegeben werden können. Das heißt, wir haben die Zahnarzt Berlin.de wird weitergeleitet auf die Zahnarzt-Dr.Seidel.de. Das heißt, wenn ich jetzt ein Audit mache auf die Zahnarzt-Dr.Seidel.de, dann sehe ich hier einiges und ich sehe auch den einen oder anderen riskanten Link, den hat eigentlich jeder. Aber was ich hier noch nicht sehe, ist,
was ist eigentlich das gesamte Backlink-Profil, das hier weitergeleitet wird. Die Dr. Seidel ist die neue Domain und wir haben jede Menge vorige Domain, vorige Domains, also die Zahnarzt-Berlin.de. Und hier haben wir ein, das war auch von 1914. Und Kollege, habe ich vorher schon gefragt, wir haben kein Disavow-File dazu bekommen, weil vielleicht auch nicht klar war, Volker, dass man hier auch disavowen muss. Wenn ich mal diese Domain anschaue, dann sage ich, wenn diese Domain weitergeleitet wird auf die Zahnarzt Dr. Seidel, dann ist das ein Problem. Das kann dazu führen, dass die neue Domain eine Abstrafung bekommt. Klar. Warum? Warum ist das so? Jahrelang, also eben sogar noch nach den ersten Pinguin-Updates, auch 2012 noch, war die gängige Praxis, dass ich, wenn ich eine Abstrafung habe, eigentlich nichts anderes mache, als die weiterzuleiten auf eine neue Domain. Oder anders gesagt, Google hat das einfach nicht so zu Ende programmiert. Die haben die Abstrafung auf einer Domain gehabt, aber bei einer Weiterleitung ist alles positive weitergegangen, so wie bisher, aber eben die neuen Spam-Signale, die sind nicht weitergeleitet worden. Und deswegen war das auch 2012 noch der Trick, nach wie vor, wie man aus den Filtern und den Abstrafungen rauskommt. Also das ist jetzt vorher immer schon gängige Praxis gewesen. Ja? Auch auf der gleichen Domain konnte man zum Beispiel eine Seite, die in einen Filter reinkommt, das gab es ja schon 2010, 2007, weiterleiten auf eine andere und hat einfach nur die URL umbenannt. Und jetzt werden diese Signale halt mitgegeben. Und von daher bedeutet das, Volker, dass hier mal ein Audit passieren muss. Als erstes oder nicht als erstes, sondern vor dem Weiterleiten hätte ich diese hier schon disavowed. Ja? Und wenn ich da jetzt mal so reinschaue, dann würde ich sagen, jede Menge Links mit dem Unavailable-Status. Ich werde da einfach mal mit der Machete drüber fahren und die pauschal alle wegmachen. Ja, vielleicht bleibt dann noch irgendwas Gutes über, das schauen wir uns dann nachher noch an. Die schwachen Domains lasse ich mal, aber zum Beispiel High-Risk-Links 3428 von Seiten, die ziemlich sicher wieder alle völliger Müll sind. Proxy-Listen, Domain-Listen. Schauen wir uns das nur mal auf der Domain-Übersicht an. Wow, Berlin-Finder. Ich brauche da nur mal diese Liste durchscrollen und dann sehe ich schon Berlin-Finder in allen Variationen. Ja. Und da sehen wir auch schon Daumen runter bei ganz vielen davon. Ja. Und die werden wir uns so schnappen. Ja, weil wir haben jetzt hier bei der Domain, das sehen wir da unten, Backlink Profile Coverage, haben wir schon 100% der Links analysiert. So geht es einmal los. Wenn ich nicht alle Links analysiere, weil ich noch in einem Basismodus bin, dann habe ich ja vielleicht nur die Hälfte der Links, dann ist das Ergebnis, nämlich das besonders toxische Backlink-Profil, noch relativ unzuverlässig, ne? Wenn ich die andere Hälfte nicht kenne. Aber da sind wir sehr genau. Und ich würde jetzt also sagen, da mache ich auch nochmal einen Fix. Das sind ja jetzt schon wieder 1600 spammige Links. Und diese 139 aus den PBNs, da würde ich jetzt nochmal schauen. Flashwave, das Anti-Aging-Magazin. Ja, da sehen wir halt welche, die sind so relativ okay noch und andere, die sind so absolut grenzwertig. Bei 1000 geht die Penalty ungefähr los. Wenn ich das jetzt auf der Domain-Basis mir anschaue und nach Source-Domain durchgehe, okay, die Aargauer Zeitung, Infobell, wer weiß was, Tagblatt, Mädchen.de, die wirken jetzt schon mal, ich sage jetzt mal, dass ich die hier lasse, so, und gebe denen einen Daumen hoch. Einfach, weil die auch den meisten Powertrust haben, ja, und die verschiedenen anderen Flashwave, was da unten rumkrebst, ja. Sagen wir, das Anti-Aging-Magazin nehmen wir auch noch dazu. Ja. Sind wir heute gütig. Wie gesagt, wir können uns ja später auch nochmal disavowen. Aber der ganze Kram da unten, da sage ich disavow. Also Daumen runter und disavow. Auf der Root-Domain. Weil hier mit den ganz vielen Subdomains ganz viel ja, negative SEO vielleicht sogar passiert ist. Und
Dann sehe ich hier noch High Risk Links wieder auf kaputte Seiten. Schauen wir uns das mal an. Die sollte ja eigentlich komplett weitergeleitet sein. Wenn wir aber jetzt kaputte Seiten finden, wo der Search Turbo und Jailbreak Me und die Gesundheitsmail noch hinleiten, ja, dann ist die Frage, wird doch nicht alles weitergeleitet. Tja, das sehe ich da jetzt auf den ersten Blick nicht. Ja. So. Schauen wir uns das nochmal durch. Wir geben die Hoffnung nicht auf, ob wir hier einen Link finden, der vielleicht weniger spammig ist. Die EMS-Fechten-News. Der EVN-Ratgeber Gesundheit Zahnfleischbluten. Der ist auch schon gelöscht. Ja. Links, die hier sowieso nicht mehr vorhanden sind, da brauchen wir keine Tränen nachweinen. Die würde ich aber jetzt Kanalblock, Tagespflegezentrale. Da müsste man jetzt teilweise natürlich den vormaligen SEO oder den bestehenden SEO befragen. Das sind auch Seiten, die sagen mir jetzt alle überhaupt nichts. Ja, und im Zweifelsfall würde ich die jetzt diese waren, weil die haben hohes Risiko, die haben keinen Power Trust. Wir haben einen extrem negativen Link Velocity Trend gesehen. Und wenn die eine oder andere davon geholfen hat, 100 andere haben eher die Seite zurückgezogen. Ja, und wenn ich da jetzt ein Recalculate mache, das Detox-Risk neu berechne, dann wäre ich bei dieser Domain wahrscheinlich 600 oder 700, vielleicht sogar noch kleiner kommen, Volker. Und dann ist diese Domain erstmal clean. Und erst so eine Domain kann ich nachher weiterleiten, also darf ich nachher weiterleiten. Wenn ich das Cleanup vorher nicht gemacht habe, dann habe ich die Probleme natürlich später auch. Und ich setze noch eins nach, weil es ist auch immer wieder strittig in der SEO-Branche unter den Experten. Was ist mit dem Disavow-File? Das muss ich bei der alten Domain natürlich hochladen, das ist klar. Aber muss ich das auch bei der neuen Domain hochladen, weil die Links ja weitergeleitet sind? Ich versuche seit Jahren aus Google da was rauszukriegen. Würden Sie uns sagen, wie Sie die Disavow-Signale propagieren von der einen oder anderen Domain, wüssten wir auch noch einiges mehr und deswegen wird das nicht kommentiert, nicht mal beantwortet. Und das sind also genau die Edge Cases, wo wir deshalb zu doppelter Vorsicht raten und sagen, dieses Disavow würde ich bei der neuen Domain auch nochmal dazu laden. Just in case. Für den Fall, dass das Weitergeleitete bei der Weiterleitung nochmal ausgewertet wird. Weil wenn der Crawler sagt, ist zwar hier disavowed, aber hier nicht, was gilt dann? Ja? Wie gesagt, also das sind Infos, die hat uns Google bisher nicht gegeben und ich habe auch keine Hoffnung drauf, dass wir das bekommen, weil das ist eigentlich nicht wirklich im Interesse von Google, dass wir hier ein gesteigertes Verständnis haben. Oh wow, 73. Okay. Und wir haben ja zwei Links, wo wir nicht sicher sind. Da können wir nachher noch reinschauen. Regional heute haben wir undisavowed, Spannes. Also ein Gastblock. Ja, gemäß dem Artikel von Herrn Dr. Seidel. Das wirkt jetzt auf den ersten Blick einmal noch okay. Der Dr. Seidel ist allerdings die Marke. Und Artikel von Herrn Seidel wäre kein Money-Keyword. Ich würde hier mit Brand klassifizieren oder vielleicht mit dem Compound, wo ja Brand und Money kombiniert sind. Das wird dann in der Risikobewertung ein bisschen höher werden, aber Schatz, wir haben ja hier sowieso kein Risiko gehabt bei der Spannung. So, und jetzt kommen wir erst zu der eigentlichen Domain, die uns der Volker genannt hat, nämlich das war jetzt der Zahnarzt Dr. Seidel und die weitergeleitete. Ach so, ja, die läuft ja hier gerade vom Neuberechnen. Sorry. In der einen hatte ich jetzt die Originale vom Zahnarzt, die neue Zahnarzt Dr. Seidel und hier ist die weitergeleitete. Generell zum Domainnamen Zahnarzt Dr. Seidel finde ich extrem gut. Warum?
weil die Marke da drin ist, weil der Dr. Seidel. Das ist vielleicht der beste Zahnarzt von ganz Berlin und deswegen sollte es auch draufstehen, ja. Wo Dr. Seidel drin ist, soll auch Dr. Seidel draufstehen. Die Zeit, wo ich versucht habe, für Zahnarzt Berlin zu ranken, die ist irgendwie vorbei, weil ihr müsst euch ja auch überlegen, Leute, die einen Zahnarzt in Berlin suchen, irgendeinen Zahnarzt, ich weiß nicht, wie viele Zahnärzte es gibt, die sind auch relativ unreflektiert und wissen auch gar nicht, zu wem sie gehen wollen und sind dann vielleicht auch nicht mal Kunden. Ja? Die Markenbildung hier über Artikel oder Interview, wie wir gerade gesehen haben, ist da etwas, was man schon gesehen hat, was also sehr gut ist. Ja? Ich glaube also, dass das Problem hier beim Zahnarzt Dr. Seidel gar nicht das Core-Update vom Jänner ist. Also da steht, dass die Webseite sehr stark nach oben gespült worden ist. Und am 6. Mai ist sie stark nach unten gefallen. Und für mich ist jetzt eigentlich die Frage, wann war denn diese Weiterleitung? Hat das vielleicht irgendwann stattgefunden im Jänner? Wo vielleicht noch die positiven Signale zuerst gewirkt haben und erst jetzt, ein paar Monate später, sind diese ganzen spammigen Links halt auch mal gecrawlt worden und die ganzen Redirects erst wirklich verarbeitet worden. Das ist für mich die Frage. Weil wenn ich diese alte Domain hier anschaue und im Google mit dem Site-Kommando analysiere, hallo, da sind 349 Resultate indiziert. Es schaut nicht so aus für mich, als wäre diese Seite schon korrekt migriert. Wir sehen zwar hier eine Weiterleitung, ja, von Zahnarzt, Zahnarzt Berlin auf Zahnarzt Dr. Seidel, aber das ist alles noch im Google-Index drinnen. Und was ist da eigentlich? / Schmerzmanagement, und das ist jetzt unter / News, Schmerzpatient. Ja, die Seite heißt jetzt Schmerzpatient und nicht mehr Schmerzmanagement. Das ganze Keyword da hat sich verändert. Schmerz. Okay, Schmerzmanagement findet man da unten noch einmal. Und vorher war das wohl eins der wichtigsten Keywords. Schauen wir mal kurz im Webarchiv, ob wir was finden. Webseiten, über die man gar nichts im Webarchiv findet, die haben schon mal vielleicht grundsätzlich ein Problem. Ich sehe da auch etliche Sachen gesperrt. Ich sehe, dass Google eine eigene Sitemap hat. Nein. Also, on-page-mäßig, da steht Sitemap, ja. Und dahinter steht ein Pfad zu einer HTML-Seite. Die HTML-Seite ist aber nicht das, was da stehen muss. Wenn ihr euch das bei Smart anschaut, LAT, da sollen XML-Sitemaps gelistet werden, nicht HTML-Seiten. Und wenn ich Google bin und sage, hey, der gibt mir eine Sitemap und checkt nicht mal, wie die Sitemap ausschauen soll, der Seite vertraue ich gleich mal ein bisschen weniger. Also das würde ich gleich mal reparieren. Wir haben hier nämlich einen 404er nach einer... Was? Da ist gleich der nächste On-Page-Fehler. Ah, ich merke schon, wir kommen ein bisschen in eine On-Page-Site-Klinik. Soll auch recht sein. Hier ist eine Seite, die es nicht gibt. Und die Seite wird mit 404 beantwortet. Aber sie wird auch mit einem Rel Canonical auf die Fehlerseite weitergeleitet. Und das macht auch keinen Sinn, Leute. Weil diese Seite wiederum einen 200er zurückgibt und in Robots.txt geblockt ist. Was? Sorry, also das ist sehr konfus. Ja. Hier das Blocking von der Fehlerseite bitte rausnehmen. Das Rel Canonical, das im
Was ist denn das für ein Content-Management-System? Contentido oder wie? Was habe ich da gesehen? Contentido? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also dieser Eintrag hier ist falsch in der Robots. Dieser ist falsch in der Robots. Und dass dann die Fehlerseite ein Rel Canonical macht auf, warte, ist no index, aber follow. Und die leitet dann weiter auf die Fehlerseite. Aber bei der Fehlerseite sagen wir, du böser Bot, du darfst nicht. Zack. Nein, sorry. Also, gutes Beispiel, ja, dass wir uns die Seite selber technisches SEO wird das ja auch genannt. Das ist read the fucking manual, ja. Das steht bitte ganz deutlich erklärt bei Google, was gehört in die Robots.txt, was gehört nicht in die Robots.txt. Und wenn ich die Robots.txt so schreibe, dass ich die Bots von dem aussperre, was ich den Bots eigentlich zeigen will, nämlich, hallo, hier ist er 404, dann haben die kein besonderes Vertrauen in die Seite. Also das bei dieser Seite auf jeden Fall zum Richten. Ja, das würde ich schon mal zusätzlich machen. Das heißt, oh wow, wir haben nämlich jetzt es geschafft, auf dieser Seite, die Zahnarztdrseidel.de, hat selber überhaupt kein Risiko mehr. Wir haben mit dem Disavow die Zahnarzt Berlin.de runtergebracht auf 38. Das Disavow würde ich hochladen, 48 Stunden warten, boosten. Ja, Link Detox Boost sagt eh schon, hallo, da gibt es was zu tun. Ihr könnt jetzt das auch gleich starten. Also, wenn ihr es jetzt hochgeladen habt, das Disavow, gleich starten und dann hier natürlich bestätigen, ja, dass ihr das alles verstanden habt, was da alles zu tun ist, nämlich Link Detox sauber gemacht, ordentlich, bitte nochmal in Ruhe durchschauen. Ich habe jetzt im Account, Volker, einiges auch gemacht. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt mit, den du nicht disavowen willst, aber dann starten, 48 Stunden verzögert. Ich kann hier Run Link Detox Boost machen und muss nicht mehr dran denken, wenn ich die Disavow schon hochgeladen habe. Okay, und damit würde ich sagen, haben wir jetzt genug Veränderungen vorgenommen. Ich wäre also nicht überrascht, wenn einerseits mit dem Disavow von der weiterleitenden Domain und mit dem Reparieren von der Robots.txt und den Fehlerseiten da schon sehr viel gelöst ist und die Seite wieder so wie im Jänner rankt. Ja? Weil hat ja schon mal funktioniert, ne? Würde ich jetzt sagen. Und als Kunde würde ich mal sagen, was soll das? Ja? Haben wir den Fehler vorher schon gehabt? Keine Ahnung. Genau. Und ansonsten die Seite an sich, schauen wir nochmal kurz drauf, Zahnimplantate, Angst vom Zahnarzt, Zahnschmerzen, Wurzelbehandlung, wow, das sind Themen. Ne? Also ist für mich jetzt sehr schön aufgebaut. Interne Verlinkung würde ich mir noch anschauen. Warte mal, haben wir die da mit gestartet? Bei den Enkeltexten, bei Scope? Nee. Ich würde das jetzt auch nochmal mit den internen Verlinkungen starten. Haben wir das schon aktiviert? Ach so, nein. Wir brauchen eine Sitemap. Google braucht eine Sitemap und ich habe gesagt, wir nehmen auch die Sitemap her. Also wenn die Sitemap da ist, bitte hier rein. Ja. Und die /Google-HTML, das ist keine... Oh, da hat jetzt einer was repariert, Volker. So muss die ausschauen, genau. Sehr gut. Ja, haben wir gleich was gefixt mittendrin. Dann sage ich mal, go. Und starten das nochmal mit den internen Links. Haben wir Zusatzlinks, können wir hier hochladen. Das haben wir jetzt auch, wenn man da zusätzliche Links hochlädt, dann könnt ihr da auch Tags vergeben. Das heißt, wenn ihr habt eine Liste mit gekauften Links, eine Liste mit getauschten Links, eine Liste mit Links, die ihr irgendwo gespammt habt, die könnt ihr alle zusätzlich hochladen und denen ein Tag geben. Die sind dann markiert für euch, damit ihr die Organisation besser hinbekommt und dann zum Beispiel sagt, ich schaue mir jetzt nur die Links an, die ich gekauft habe. Oder ich schaue mir nur die Links an, die ich irgendwo als Kommentarspam gemacht habe. Oder wie auch immer, ja. So, und dann, ja, dann sind wir, glaube ich, schon ziemlich gut unterwegs für den Herrn Dr. Seidel. Ja. Schauen wir nochmal kurz die Header-Struktur an. Okay. Ich bin der Meinung, dass da unten
Also dieser H2, diese Webseite verwendet Cookies, sollte nicht Header 2 sein. Ja? Wie wir auch sehen, kommt das im HTML-Source-Code gleich ganz oben. Und wenn die Cookie-Warnung die Überschriften definiert in eurem Inhalt, dann definiert die auch die Rankings. Ja? Ich kenne jetzt dieses Plugin oder dieses Cookie-Tool da unten nicht, ja, aber ich empfinde es als Frechheit, dass das dann einfach eine so dominante Headline wie H2 einhängt. Ja. Das Gleiche schaffe ich nämlich, wenn ich daher schreibe div, ups, ja, div ID, das hat dann hoffentlich auch eine Klasse, so, kann man immer noch lesen und die komische Überschrift ist weg. Es ist nämlich keine Überschrift vom Inhalt, die hat da nichts verloren. Ja. Interne Verlinkungen, alles mit den Money Keywords, schaut mal gut aus. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann ausschaut. Und ich würde auch noch mal, für die, die es noch nicht kennen, die Lighthouse, gibt es ja jetzt die Web Vitals von Google, seit einer Woche haben sie es auch offiziell gemacht, Longest Content Paint, würde ich auch nochmal reinschauen, wie a largest contentful paint, sorry, 5,2 Sekunden ist halt ein bisschen zu langsam. Ja, also das soll nicht mehr als 2,4 Sekunden, glaube ich, sein. Ja. Der CLS da ist gut, Total Blocking Time ist gut, Time to Interactive 5,3 Sekunden warten ist halt ein bisschen öd. Ja. Und das hat vor allem laut Google auch damit zu tun, dass das hier die ganz normalen JPEGs sind, also die alten JPEGs. Und da gibt es neue, so wie WebP, die wesentlich schneller laden. Das kann aber das CMS-System hoffentlich, ja, wenn es jetzt nicht unbedingt, also WordPress kann das mal nicht so standardmäßig. Das könnt ihr dann dazu kaufen mit jede Menge Plugins, die jede Menge Probleme machen. Efficiently encode images, da schon wieder. Also die ganze Zeit geht da eigentlich für die Bilder drauf. Ja? Und bei diesem Content Management System, das da verwendet wird, keine Ahnung, gibt es bestimmt auch zum, vielleicht zum Dazukaufen. Würde ich, wäre eine Empfehlung und eine Investition wert. So, damit sage ich danke, Volker. Sehr spannende Sache und bitte um ein Follow-up. Ich würde mich freuen, wenn wir da eine E-Mail bekommen, also an die Kollegen oder an mich, wie es denn ausschaut nach dieser Renovierung. Ja. So, jetzt schauen wir uns den Thomas Werner an. Ich glaube, den hat man auch schon lange auf der Liste und nie wirklich geschafft. Also, hier nochmal raus. So. Und hier Sodbrennen Hausmittel. Wie? Sodbrennen Hausmitteltipps. Moment, da vorher aber noch eine ganz wichtige Frage. Ist der Thomas Werner hier? Hey, der Nils Gnomad ist hier. Hi. Lange nicht gesehen. Der Thomas Werner. Thomas Werner? Questions, Meeting Controls. Oh, jetzt sehe ich gerade, der Volker hat ja Kommentare vorher auch gegeben. Die Disavow-Files danach zusammenführen, jawohl, genau, so war es gemeint. Was mache ich mit den zwei Disavow-Files? Zusammenführen oder für jede Domain jeweils das passende File? Ich würde sagen, die weiterleitende Domain, die kriegt ja nur ihres, die hat nur ihres, aber auf der Zieldomain beide zusammenführen. Und das kann gemacht werden, indem man die einfach in der Textdatei hintereinander hängt. Wir haben das manchmal auch schon im LRT-Account abgebildet, aber ich würde in diesem Fall wirklich sagen, dass da ist die weiterleitende Domain und die Zieldomain und ich würde beide Disavows separat runterladen und dann zusammenführen. Das ist noch ein manueller Schritt, den wir in LRT im Moment nicht automatisiert haben. Warum? Weil es diesen Fall immer wieder mal gibt, aber kein Standardfall ist. Ja. Weil sehr oft sind die weiterleitenden Domains eigentlich nur irgendwelche Tippfehler-Domains oder irgendwelche skurrilen Länder, die halt registriert worden sind, damit halt dort keiner die Marke nimmt. Ja. So eine typische SEO-Weiterleitung wie hier, da muss man eben noch manuell die zusammenhängen im Textfall. Ja, ja. Der Cookiebot, stopp, stopp.
Ja, genau, die Sitemap ist jetzt erreichbar. Sehr gut, ja. Okay. Ja, ist der Thomas Werner inzwischen schon erschienen? Nö. Okay. Dann sage ich mal, sorry. Next. Mario Lippmann. Sehe ich nicht. Okay, next. Wir können uns die Seiten, die sind alle vorbereitet. Wir haben das alles gecrawlt. Wir haben die Link-Crawl-Budgets da bereitgestellt in unseren Accounts und haben jetzt geschaut, dass wir dafür bereit sind. Aber No-Show ist No-Go bei den Live-Clinics. Und deswegen schauen wir uns jetzt den Josef an. Ist der da? Josef Barth von La Sedia Edelstahl Gartelmöbel. Sehe ich nicht. Okay. Wen haben wir noch nicht? Mario, der war schon. Also war schon, aber ist nicht. Thomas Brommer. Den habe ich gesehen. Der Thomas Brommer ist im Webinar noch drin. Jetzt haben wir eigentlich nur mal 4 Minuten Zeit, Thomas, aber das müssen wir uns jetzt unbedingt noch schnell anschauen. Ich glaube, man hört Sie jetzt. Ja, ich bin da. Hallo, Thomas. Ja. So, ja, freut mich, dass wir es endlich geschafft haben. Die Fußball-Live-Ticker EU. Dazu, also das Risiko da schaut mega aus, ja, mit 3.500, wobei mir etwas anderes aufgefallen ist, wo ich zuerst mal fragen muss, sind das alle Links? Sind wir auf der richtigen Domain? Nein, es sollten schon wesentlich mehr Links sein. Also ja, die Seite gibt es schon seit 20 Jahren. Okay. fußball-liveticker.eu. Wir haben vor dem Webinar nochmal reingeschaut und haben nochmal verifiziert, ob das auch die richtige Domain ist. Es sind auch alles nur Links von der gleichen IP quasi oder fast alles, die da gezeigt werden. Ja. Die ersten drei sind eigene Domains. Ja, genau. Also, na, das sind schon unterschiedliche IPs. Wir haben sechs verschiedene Domains auf sechs unterschiedlichen IPs, aber haben wir bei Ihrem Account Google Search Console verbunden? Das ist eine gute Frage. Eigentlich schon, ja. Weil wenn dem so ist, dann sollten wir auch die Links bekommen, die vielleicht über Cloaking gesperrt sind. Mhm. Haben aber nicht. Und ich hätte jetzt gesagt, das Problem da ist, sie brauchen mehr und stärkere Links, ja, weil das sind halt schon ein paar Links, aber für die Wettspielbranche eigentlich nichts. Ja. Haben Sie eine Erklärung, warum da so wenig sichtbar ist? Nein, also es gibt Disavow-Files, also es kann sein, dass ein Disavow-File verbunden ist, aber es sind also mindestens fast 2000 Root-Domains, Links, Backlinks. Aha, okay. Gut, dann schaue ich jetzt nochmal nach in unserem zum Crawl interne Links. Ah nein, Search Console haben wir noch nicht verbunden. Ja. Das würde ich also vorschlagen, dass man vielleicht für eine zweite Runde, in 2 Wochen, ja genau, also heute in 2 Wochen machen wir ja nochmal wieder die Live-Klinik. Da können wir uns das dann auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn wir sagen, okay, wir haben da jetzt nicht alles. Und das, was ich natürlich als nächstes die Frage stelle, ist, ob Sie irgendwelche Listen haben mit Links, von denen Sie wissen, dass sie da sein sollten. Ja, weil das ist das, was wir hier hochladen können. Ja. Und mit diesen zusätzlichen Linkdateien können wir dann auch was prüfen. Aber grundsätzlich haben wir ja mit den 25 verschiedenen Linkdatenquellen diesen Fall normalerweise nicht. Normalerweise haben wir viel zu viele, dass die Kunden sagen, das gibt's nicht. Das ist nicht von mir. Ja. Also natürlich ist es nicht von Ihnen, weil da viele Scraper-Seiten und so weiter reinkommen. Und das ist eben das Untypische. Selbst jemand, der kein SEO macht, der die Domain registriert hat und nur rumliegen lässt, ja, und besonders wenn das 20 Jahre rumliegt, ja, der hat einfach jede Menge Links von Scrapern. Ja. Also das ist etwas, wo man vielleicht nur zum Erstellungszeitpunkt auch irgendeinen Ausfall gehabt haben. Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht HTTPS versus HTTP ist.
Aber das wären auch wenig Links für HTTPS, die Umstellung gibt es schon. Ja. Na, und wir haben die, wir haben, ich schau mal hier. Na, da ist irgendwas in unseren Daten kaputt. Das schaut komisch aus. HTTP, HTTPS ist umgestellt. Na, spannend. Sehr spannend, ja. Bitte mit den Kollegen noch also zusenden, dieses Datenfile und den Zugriff auf Google Search Console. Das funktioniert ja so, dass wir nur einen Lesebenutzer, so einen Restricted User brauchen, mit dem wir dann bei dem Crawl noch einmal die Links, die in der Google Search Console sind, sichtbar sind, runterladen. Und wenn es dann aktiv bleibt, diese Links auch weiter runterladen. Ansonsten Keywords und Traffic und dieses ganze Zeug, das scrapt man gar nicht, weil man gar keine Zeit dafür, das auch noch zu programmieren, weil wir ja nur auf die Links konzentriert sind. Ja? Also da kann ich Vertraulichkeit auf jeden Fall und also keine Sorge zusichern. Ja? Genau, machen wir so, ja. Ja, und dann schauen wir uns das einfach noch einmal an, weil das wäre eben jetzt im Vorfeld auch mein Bedenken gewesen, ja. Okay, sage ich herzlichen Dank und ja, dann bis zum nächsten Mal. War kurz, aber macht Sinn, dass wir das gescheit aufsetzen zuerst, ja. Okay, danke. Danke. So, und jetzt haben wir, den Thomas Werner, der ist ja nicht da, der Volker hatten wir schon. Andreas Fiedler, Ostsee-Magazin, ist der da? Nee. Sehe ich nicht. Ja, wer bleibt denn jetzt noch? Haben wir noch irgendjemanden nicht? Mach mal Handzeichen da. Wer sich sieht auf der Liste, Michael Kotte? Ist der da? Nee. Natascha Grimm. Ja, dann würde ich sagen, wir sind alle durch, die anwesend sind. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir wollten es heute kurz halten. Es sind 1 Stunde und 2 Minuten. Und ja, vielleicht sind wir beim nächsten Mal auch wieder so effizient. Für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, ihre eigene Seite, wir haben das wie gesagt auch vorbereitet. Ja. Virtual Office Dresden war neu dabei, die haben wir da auch nicht gesehen. Das wäre nämlich auch so ein Kandidat, wo ich gesehen habe, da haben wir zwar auch ein hohes Risiko, aber auch hier würde ich sagen, das passt irgendwie nicht. Also zum CEO, zum Eigentümer, zu Michael Kotte von Virtual Office Dresden würde ich sagen, wenn das alle Domains sind, dann brauchen sie mehr und bessere Links. Ja, weil das ist alles ja nicht viel. Ja. Könnte aber auch sein, dass wir da ohne die Google Search Console Verbindung oder vielleicht noch einen Fehler im Crawling auch nicht alles sehen. Weil wir haben ja hier auch etliche Links, die einfach kaputt sind und diese Not Found, zum Beispiel Marktplatz Mittelstand, das sind Links, die gab es mal. Ja? Also von den Aktiven bleiben da nur 6 Links über. 2 davon sind Spammy, die können wir da jetzt wegräumen, ja, und dann bleibt eigentlich nur mal ein Link von der T3N, einmal Kotte von der, wahrscheinlich vom Eigentümer und da einmal Branchenbuch und damit reißt man nichts. In der Virtual Office Branche schon gar nicht, ne? Das würde ich mal pauschal so sagen, ja. Okay. Ah, da ist noch jemand, der sich meldet. Hallo, hier ist jemand ohne Namen. Da gab es noch ein Handzeichen. Was? Und Komplimente kommen auch noch. Ja, dann sage ich mal herzlichen Dank. Das kann nur, naja, Dankeschön. Ganz lieb. Ja. Dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss und Ciao mit au aus Wien. Bis bald, nächste Woche, Donnerstag, 16 Uhr auf Englisch mit dem Ralf, mit dem Rick Lomas. Ist wieder so ein katholischer Wir arbeiten nicht Tag in manchen Bundesländern. Und in 2 Wochen dann wieder die deutsche Live-Klinik. Und damit sage ich schöne Grüße aus dem sonnigen Wien. Tschüss. Baba. So,
Aha, und ich glänze wie ein Speckspatel. Das Puder ist schon bestellt, ja, fürs nächste Mal. Ich sag's gleich. Share Screen. Ja, Ende, ne?